Also, wenn ich nach irgendwo in Marokko kann, fühle ich mich wie ein Marokkaner. Also, ich rede Arabisch. Also, eigentlich ist mein Kopf wechselt in Marokko irgendwie so, wie wechselt es zu marokkanischer Version von mir. Hoi, ich bin der Ryan, ich bin Zenny, ich wohne in Zürich. Meine Hobbys sind Gamen, Trotti fahren, Skateboard fahren, Velo fahren und Keyboard spielen. أمي تجي من المغرب وأبوي يجي من العراق. بهذه البلدان يتكلمون لهجات أخرى من العربي. Also ich habe gerade auf Arabisch gesagt, also das war Arabisch, und die haben gesagt, dass meine Mutter aus Marokko kommt und mein Vater aus dem Irak. Und in diesen zwei Ländern redet man verschiedene Dialekte von Arabisch. Also wenn man nach Marokko gehen will, dann nimmt man das Flugzeug und da braucht man 2 Stunden, bis man dort ist. Dort habe ich mega viel Spaß, wenn ich nach Marrakesch gehe. Da gibt es ein Chilbi, da gibt es einfach alles, was man braucht zum Spaß. Marrakesch ist anders, also ist total anders als Schweiz. Weil Marokko ist eher eine Mischung zwischen modern und altmodisch. Also sind die Häuser von draußen sind eher so ein bisschen altmodisch. Und von drinnen sind sie eher modern. Also, wenn ich nach irgendwo in Marokko kann, fühle ich mich eigentlich eher so wie ein Marokkaner. Also, ich rede Arabisch. Also, eigentlich ist mein Kopf wechselt in Marokko irgendwie so, wie wechselt es zu marokkanischer Version von mir. Wir sind gerade im Laden von meiner Mutter. Sie verkauft marokkanische Sachen und Sachen von anderen Ländern. Aber das meiste da ist von Marokko. Manchmal gehen meine Mutter und mein Vater einkaufen da in der Nähe. Und da muss ich halt aufpassen. Und das ist eben nicht so schlimm. Ist auch mega gut, weil dann weiß ich, wie es sich anfühlt, mal meine Mutter zu sehen. Also eigentlich sitze ich da oben mit meinem Handy, ein bisschen am Gamen, manchmal ein Buch am Lesen und manchmal auch aufpassen. Meine Ohren sind auch gut, dass ich auch höre, wenn jemand reinkommt. Also muss ich manchmal auch nicht schauen. Wenn ich aufpasse, bin ich nicht immer laufen. Ich gehe rundherum und schaue, dass alles auch geordnet ist. Also wenn ich mal die Latte heute, fühlt es sich so an, als wäre ich da wie so frei, aber es ist immer noch verantwortlich. Das ist eine marokkanische Art von Fladenbrot. Das nennt man Semmen. Also es kommt eher auf Aussprache an, weil Marokkaner können es besser aussprechen. Und das ist in Marokko einfach das Brot, das am meisten gegessen wird. Und das isst man manchmal mit Tee und so. Und man kann einfach alles drauf legen als Beilage. Zum Beispiel Nutella, Konfitüre und einfach alles. Ich schau mal kurz, ob das fertig ist. Ja, gut. Dann kann ich das da. Also der Vorteil ist, dass man mehr als die Haie hat, ist, dass zum Beispiel jetzt ist wie ein Ferienhaus. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal verreisen möchte, dann muss man eben nicht so viel bezahlen wie ein Hotel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Marokko gehe, in mein Ferienhaus, dann vermisse ich eben meine Freunde in der Schweiz. Und weil da kann ich eben nicht mit ihnen so draußen spielen und abhängen. Und das ist eben ein Nachteil. Das war mein zweites Heim. Wenn du noch mehr solche Videos willst,
dann abonniert uns auf YouTube. Mir heißt das SRF Kids.